Dann rufe ich jetzt auf Tagesordnungspunkt 110. Dringlicher Antrag der Fraktionen von SPD, der Freien Demokraten und DIE LINKE zum Betreff Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Er hat die Drucksache Nummer 3080 aus dieser der 20. Legislaturperiode. Wir haben vereinbart, Sie haben vereinbart, wir haben notiert, dass Redezeit pro Fraktion 10 Minuten ist. Da ich nicht dabei war, kann ich nicht verifizieren, ob die Aussage richtig oder falsch ist, die mir vorliegt. Ich lese sie erst einmal vor. Es ist eine Rednerreihenfolge vereinbart worden. Ich wollte gerade vorlesen, Herr Kollege Rudolph. Mir wäre schon ganz lieb, Herr Kollege Rudolph, wenn wir das erst einmal vorlegen lassen. Okay, Herr Kollege Rudolph? Ich habe mit Ihnen gerade gesprochen. Bitte nicht sofort reinrufen, sondern wenn ich etwas vorlese, wäre es ganz lieb, wenn ich das bis zum Ende vorlesen kann. Ich glaube, wir lösen das Problem auch schnell. Nur ich will auf eine Differenz hinweisen. Also, ich lese noch einmal vor. Der Kollege Rudolph sagt jetzt nichts. Ebenfalls haben wir eine Redereihenfolge vereinbart. Es beginnt die SPD, danach die CDU, Bündnis 90 die Grünen, AfD, Freie Demokraten, DIE LINKE und abschließend fraktionslos. Ganz offensichtlich gibt es verschiedene Ideen darüber, was vereinbart worden ist oder nicht. Wenn das nicht vereinbart worden ist, ist die Lösung ganz einfach. Dann muss der amtierende Präsident die entsprechende Reihenfolge bestimmen. Die kann man dann ja ähnlich dieser Scheinvereinbarung auch bestimmen oder nicht. Ich mache das nur noch 10 Minuten. Aber eins scheint mir unstreitig zu sein, dass den Gesetzentwurf dieser drei Fraktionen zunächst der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, nämlich Günther Rudolph, einbringt. Und damit hat er das Wort. Entschuldigung, ich habe Sie übersehen. Herr Rudolph, Sie haben nicht das Wort. Ich kann mich ja auch kurz fassen, und dann hat er gleich das Wort, Herr Präsident. Ich möchte darauf hinweisen, dass es mir nicht erinnerlich ist, dass es eine solche Vereinbarung gab. Ich würde Sie bitten, das zu überprüfen, woher diese Aussage kommt. Es obliegt Ihnen natürlich, die Redereihenfolge festzulegen. Insofern führen Sie hier das Geschäft. Aber es wäre dann schon mal interessant, wo diese Aussage herkommt, weil im Kreis zumindest der parlamentarischen Geschäftsführer von SPD und Linken ist es nicht präsent, dass eine solche Vereinbarung getroffen worden ist. Vielen Dank für diesen Hinweis. Da ich nicht dabei war, kann ich es nicht bestätigen. Mir wird gesagt, es wäre bei der PG-Runde der Fall gewesen. Aber bitte schön, wir können uns jetzt. Also ich habe jetzt einen Vorschlag. Ich sage jetzt mal flapsig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wollen wir uns jetzt mit dem Thema beschäftigen oder wollen wir uns mit dem Untersuchungsausschuss beschäftigen? Also ich tendiere zu Letzterem. Aber Herr Holger Bellino hat zunächst das Wort. Herr Präsident, ich gebe Ihnen recht. Es gab zwar diese Absprache, aber wir sollten das jetzt wirklich nicht zum Thema machen. Man rede, wie man möchte. Ich glaube, es kommt wirklich auf die Inhalte an und jetzt nicht auf die Reihenfolge, wie immer sie auch sein mag. Vielen Dank. Ich höre überall, ich sehe überall nur das richtige Kopfschicken. Deshalb hat jetzt endgültig der Kollege Rudolph das Wort. Er bringt für die Fraktionen von SPD, von Freien Demokraten und von Linken den Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ein. Sie haben das Wort. 10 Minuten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Land hat in den vergangenen Monaten eine schreckliche Serie rechtsterroristischer Anschläge erleben müssen. Mit der Ermordung des Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke, der versuchten Ermordung eines Asylbewerbers aus Eritrea in Wächtersbach, dem Anschlag auf die Synagoge in Halle und den rassistisch motivierten Morden von Hanau. Ich möchte hier stellvertretend für die Ermordeten das Opfer Hamza Kurdovic erwähnen. Zieht sich eine Blutspur des Rechtsterrorismus durch unser Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Kriminalitätsstatistik des Jahres 2019 weist einen Anstieg um 14% der politisch motivierten Straftaten aus. Mehr als die Hälfte davon geht auf das Konto der Rechtsextremen, nämlich über 600. Damit wird deutlich, meine Damen und Herren, die maßgebliche Bedrohung kommt von rechts außen. Dies ist eine wesentliche Erkenntnis der Kriminalitätsstatistik. Wieso braucht es einen Untersuchungsausschuss? Es gibt den Prozess vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt. Ja, den gibt es. Das ist aber allerdings die strafrechtliche Verantwortung. Das ist Aufgabe der Justiz, nicht des Hessischen Landtages.
Für die politische Aufarbeitung stellt sich die Frage, wieso zwei bekannte nordhessische Rechtsextremisten, die seit vielen Jahren in der Szene unterwegs waren, nicht im Fokus insbesondere des Landesamtes für Verfassungsschutz standen. Wie konnte es sein, dass abseits der behördlichen Beobachtung eine Radikalisierung stattfand, die laut Anklageschrift des Oberlandesgerichtes Grundlage für den Angriff im Jahre 2016 auf einen Asylbewerber und schließlich zur Ermordung von Dr. Lübcke im Juni 2019 führte? Der hessische Verfassungsschutz, der im Zusammenhang mit den NSU-Morden in berechtigter und in deutlicher Kritik stand, hätte in den letzten Jahren für den Bereich Rechtsextremismus viel mehr sensibilisiert sein müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zur zeitlichen Einordnung. 4. November 2011, NSU wird öffentlich. Januar 2012, Einsetzung NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag. Mai 2013, Prozess gegen Beate Zschäpe. Mai 2014, Einsetzung eines Untersuchungsausschusses in Hessen. Wie kann es sein, dass Stefan Ernst noch vom Verfassungsschutz in Hessen selbst als brandgefährlich eingestuft wurde und dann jahrelang angeblich nicht mehr im Visier des Verfassungsschutzes war? Dabei geht es nicht um jemanden, der noch nie auffällig geworden ist. Herr Ernst hat über viele Jahre nicht nur eine kriminelle, sondern vor allem eine rechtsextreme Vergangenheit. Dass eine solche Person mal eben aus dem Radar des Verfassungsschutzes verschwindet, das kann und das darf nicht passieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Untersuchungsausschuss wird zu klären haben, wie das zu bewerten ist. War das politische Ignoranz? War das schlichtes Behördenversagen? Das sind Fragen, die müssen im Untersuchungsausschuss besprochen werden. Es gibt weitere Fakten und Dinge, die wir zu klären haben, die zwingend die Einsetzung eines solchen Untersuchungsausschusses notwendig machen. Da ist die Erteilung der Waffenbesitzkarte an Markus Hartmann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in die Hand von Extremisten gehören legal keine Waffen. Dies muss Grundsatz in der Demokratie sein. Und das darf nicht passieren. Und die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Kassel ist für uns nicht nachvollziehbar. Sie wird möglicherweise erklärbar, dass das Gericht nicht alle Informationen bekommen hat. Wenn das Landesamt im Verfassungsschutz, wie wir vor wenigen Tagen durch den Präsidenten mitgeteilt bekommen, Informationen aus dem Jahre 2011 an die Behörden nicht weitergegeben hat, ist das ein Punkt, den wir zu untersuchen haben. Aber ich denke auch generell, wie geht die Justiz mit dem Thema Rechtsextremismus um, wird ein Thema im Untersuchungsausschuss sein müssen. Weitere Sachverhalte, die ebenfalls noch offen sind, sind zu klären. Wieso konnte man bei Markus Hartmann auch dieser Tage öffentlich interne Polizeidokumente finden, wo es um Strategien ging, wenn die innenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, Frau Mihalic, sagt, das sei ein weiterer Tiefpunkt in der Geschichte von nicht geklärten Verbindungen zwischen Rechtsextremen und Sicherheitsbehörden und wo die lang versprochene rückhaltlose Aufklärung sei, dann hat sie recht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir sind dann sehr gespannt, was die hessischen Grünen zu all dem zu sagen haben. Da habe ich in den letzten Wochen eher ein lautes Schweigen gehört. Und auch das wird ein interessanter Tatbestand für die Arbeit des Untersuchungsausschusses sein. Wir wollen aber auch wissen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Wagner, wieso? Sie schweigen doch sonst nichts. Sie wissen doch sonst, die Welt zu erklären in allen Belangen. Und deswegen bei Themen, die den Bereich betreffen der letzten Wochen, nämlich Mordfall Dr. Lübcke, mögliches Versagen von hessischen Behörden, haben Sie am allerlautesten geschwiegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen mal ein bisschen Piano von dieser Seite zu dem Thema. Wir wollen aber auch wissen, und deswegen ist dieser Untersuchungsausschuss auch so notwendig, ob es von dem dubiosen ehemaligen hessischen Verfassungsschützer Herrn Temme Verbindungen zu Ernst, zu Herrn Hartmann und zum Mordfall Hallet-Yozgat gibt. Das ist eine der zentralen Aufgaben auch dieses Untersuchungsausschusses in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn dieser Markus Hartmann war im Jahr 2006 auf Internetseiten im Zusammenhang mit dem Mordfall Yozgat unterwegs. Er wurde von den Behörden befragt. Die Frage ist, wie intensiv war das und hat man die notwendigen und richtigen Konsequenzen gezogen? Es geht aber auch darum,
Neben diesen Aspekten, welche politischen Konsequenzen aus den rechtsterroristischen Gewalttaten der letzten Monate und Jahre zu ziehen sind. Wenn der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Brandt aus Fulda sagt, die Angeklagten im Fall Lübcke waren gemeinsam bei einer AfD-Demo, haben sich radikalisiert, dann sei völlig klar, dass dieser Mord nicht ohne die jahrelange systematische Aufheizung durch die aggressive Hetze denkbar sei. Ich finde, der Kollege Brandt hat mehr als recht. Erst die Worte, dann die Taten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, es ist richtig und auch in der Zeit. Die militante rechte Szene muss endlich in den Fokus aller staatlichen Behörden gelangen, aber auch ihr ideologisches Umfeld. Es ist deshalb zu hoffen, dass das jetzt auch entschiedenere und entschlossenere Vorgehen der Sicherheitsbehörden das Leben potenzieller Opfer schützen und retten kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die SPD-Fraktion erwartet, dass dieser Untersuchungsausschuss ernsthaft an der Aufklärung vieler offener Fragen arbeitet. Wir wollen tatsächlich aufklären. Wir hoffen, dass eben nicht, Herr Kollege Wagner, das passiert, was in dem ersten NSU-Ausschuss passiert ist, dass dieser Ausschuss ein Dreivierteljahr nicht in der Lage war, ordentlich zu arbeiten, weil es ständig um Formalien geht. Wir klären mussten, welche Akten wie ungeschwärzt wir bekommen. Und wir wollen natürlich auch, was zu einem geordneten Verfahren im Untersuchungsausschuss gehört, dass alle Akten vorgelegt werden, die Vollständigkeitserklärung der Regierung abgeht und dann wieder eine Sichtung der Akten und dann die Beweisanträge und die Zeugenvernahme machen können. Nur so ist eine sinnvolle, effektive Arbeit machen. Meine Damen und Herren, wir haben im Vorfeld, es war nicht nötig, aber die drei Fraktionen, die FDP, die Linken und die SPD, sind auf CDU und Bündnis 90 die Grünen zugegangen. Wir haben eben im Vorfeld, was durchaus nicht üblich und selbstverständlich ist, unseren Entwurf eines Einsetzungsantrags zukommen lassen. Wir haben dann einige Gesprächsrunden geführt, und da gibt es auch schon substanzielle Unterschiede. Wir wollen, dass das Handeln oder Unterlassen geprüft wird und ob es Fehleinschätzungen gab. Das ist in dem uns entmittelten Entwurf von CDU und Grünen nicht der Fall. Da heißt es lediglich in der Ziffer 2 in dem Entwurf, wie informationslos und Austausch im Hinblick auf die Gefährlichkeit zwischen den Behörden war. Das ist schon ein inhaltlicher Unterschied. Unsere jetzige Formulierung im Einsetzungsantrag geht weiter und geht mehr in die Tiefe. Ja, das ist schon auch ein zentraler Unterschied für die Arbeit des Untersuchungsausschusses und welche Möglichkeiten wir der Beweisnahme und auch der Zeugenvernehmung haben. Und deswegen sage ich das an dieser Stelle. Es gibt auch inhaltliche Unterschiede. Und meine Damen und Herren, was heißt hier unglaublich? Wissen Sie, Herr Wagner, was ich an der Stelle unglaublich finde? Als wir nämlich auch in Gesprächen waren, wo der Kollege Müller mal erlaubt hat, anzuregen, vielleicht kann man als Zeichen der echten Aufklärung mal den Vorsitz des Ausschusses an eine der Oppositionsparteien geben. Dann habe ich wenige Tage später die Pressemitteilung von Frau Klaus, der Vorsitzenden der CDU, entnommen. Das käme ja gar nicht in Frage. Sowohl der Ausschussvorsitz als auch die Berichterstattung gehören in die Hände der Koalition. Das würde auch im Gesetz stehen. Das ist schlichter Unsinn. In § 6 des Hessischen Untersuchungsausschussgesetzes, § 6 steht drin, dass Regierung und Opposition sich abwechseln wollen. Nein, ich habe den Eindruck, es geht genau das gleiche Spiel los. Sie wollen die Regeln allein bestimmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sei es drum, der Untersuchungsausschuss, der Antrag wird heute eingesetzt. Das kann man übrigens auch nicht verhindern, indem man das Gesetz schnell ändert, weil es steht in der Verfassung. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich mit einem Zitat schließen. Lassen Sie mich mit einem Zitat schließen. Den Lebenden schuldet man Respekt, aber den Toten schuldet man nichts als die Wahrheit. Das ist ein Zitat von Voltaire, schon ein bisschen älter. Aber das wird für uns zumindest die Maxime in diesem Untersuchungsausschuss sein. Dieser Auffassung sind wir. Wir gehen an die Arbeit heran. Wenn das Haus mit möglichst großer Einigkeit macht, ist es schön. Aber ansonsten sind wir auch dazu allein in der Lage. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Rudolph. Für die Fraktion der CDU hat sich die Fraktionsvorsitzende Frau Klaus zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der 2. Juni 2019 markiert einen tiefen Einschnitt für eine lebende Familie, für jeden Einzelnen von uns, der Walter Lübcke kannte,
für die gesamte Region in Nordhessen, für unser demokratisches Gemeinwesen, ja, für unser gesamtes Land. Seit diesem 2. Juni fragen sich viele und fragen auch wir uns, wie es dazu kommen konnte. Wie ist es möglich, dass in einem freien demokratischen Land ein Politiker mutmaßlich wegen seiner Ansichten oder Äußerungen Opfer eines feigen Mordes werden konnte? Wir sind fassungslos und wir sind bis ins Mark betroffen. Unbegreifbar ist nach wie vor, was an jedem 2. Juni geschehen ist. In der vergangenen Woche hat nun der Prozess vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt gegen die mutmaßlichen Mörder begonnen. Und dabei sind wir einmal mehr in Gedanken bei der Familie Lübcke, die in dem Prozess auch als Nebenkläger auftritt. Für sie beginnt wiederum eine sehr schwere Zeit, aber Sie wissen, die CDU-Familie ist an Ihrer Seite. Wir schließen Sie in unsere Gedanken und Gebete ein und stehen weiterhin in einem engen Austausch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, parallel zu diesem Prozessbeginn haben nun drei Fraktionen den zu beratenden Antrag eingebracht, mit dem sie einen Untersuchungsausschuss einsetzen wollen, um Hintergründe, die begleitenden Umstände der Tat zu beleuchten und zu untersuchen. Ja, ich sage Ihnen sehr deutlich für die CDU-Fraktion, wir hätten diesen Ausschuss nicht gebraucht. Unser Innenminister Peter Beuth hat seit jenem 2. Juni des letzten Jahres in 11 Sitzungen des Innenausschusses dieses Landtages insgesamt in 7 dringlichen Berichtsanträgen, einem Berichtsantrag, einem Entschließungsantrag und 5-mal unter den besonderen Vorkommnissen immer wieder Stellung genommen. Kurzum, in allen Sitzungen seit dem 2. Juni 2019 hat der Innenminister den Ausschuss ausführlich unterrichtet. Aus Sicht der CDU-Fraktion leistet der Minister, leistet sein Haus, leistet die Polizei, die Justiz und die Ordnungsbehörden in Hessen alles dafür, dass dieses abscheuliche Verbrechen aufgeklärt wird und dass die Täter ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Und bislang war die Arbeit, wie ich finde, sehr erfolgreich. Die Ermittlungsbehörden von Polizei und Justiz haben viel getan, um die Tat schnellstmöglich aufzuklären und die Anklage der Bundesanwaltschaft vorzubereiten. Der Prozessauftakt vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main ist ein sehr wichtiger Schritt, damit die mutmaßlichen Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Stellvertretend für alle, die in den letzten 12 Monaten akribisch und mit vollem Einsatz die Hintergründe des Mordes aufgearbeitet und untersucht haben, möchte ich deshalb unserem Innenminister Peter Beuth herzlich danken. Er hat transparent gehandelt und immer wieder die sich stellenden Fragen beantwortet. Und er hat auch immer wieder auf die rechtlichen Lücken hingewiesen, die sich im Kampf gegen Terror und Extremismus stellen. Auch darüber wird in den kommenden Monaten zu reden sein. Und auch dafür und seinem Team einen herzlichen Dank. Insofern besteht aus Sicht der CDU-Fraktion keine Not für einen Untersuchungsausschuss. Und trotzdem werden wir diesem Antrag zustimmen. Es ist nicht unser Wunsch, aber es ist unsere Pflicht. Es geht um den Mord von unserem Freund Dr. Walter Lübcke. Viele unserer Fraktion haben mit ihm nicht nur einen Parteikollegen verloren, sondern einen Freund. Walter Lübcke war über 10 Jahre lang Mitglied dieser Fraktion. Und niemand, ich unterstreiche das doppelt, niemand hat ein größeres Interesse an der Aufklärung der Tat und der Hintergründe als wir. Es ist nicht unser Wunsch. Wir empfinden es vielmehr als unsere Pflicht, diesem Antrag eine Zustimmung zu geben. Zum einen wollen wir deutlich machen, dass alles, was untersucht wird, bereits auf dem Tisch liegt. Zum anderen, um unserem Freund Walter Lübcke gerecht zu werden. Wir stellen uns an die Spitze der Aufklärung, damit hier gar kein Zweifel aufkommt. Und weil Sie es eben angesprochen haben, Herr Rudolph, den Antrag und die Antragsberatung, die wir geführt haben und die wir auch ordentlich geführt haben. Ich denke, das kann ich für uns alle sagen. Wie war es denn,
zur Ernsthaftigkeit, damit hier kein Zweifel aufkommt. Sie hatten eine falsche Spiegelbildlichkeit in der Ausschussgröße aufgeführt. Wir haben Sie darauf hingewiesen, eine andere Größe zu nehmen, damit genau dieser Antrag nicht verfassungswidrig ist, damit genau dieser Antrag nun hält, damit genau dieser Antrag nun die Grundlage dafür ist, dass wir arbeiten können. Und ich glaube, da kann man nichts mehr gegen die Ernsthaftigkeit unseres Anliegens und Ansinns sagen. Und trotz dieser Zustimmung meiner Fraktion will ich noch zwei Punkte an diesem Pult hier sehr deutlich machen. Wir werden es als unsere Aufgabe begreifen, nicht nur aufzuklären, sondern auch die Familie des Opfers zu schützen. Die Familie hat unermessliches Leid erfahren, und die ständigen Anlässe zur neuen Berichterstattung, der Prozess und die vielen Umstände führen dazu, dass dieser Schmerz nicht aufhören möchte. Und deswegen kündige ich bereits heute für meine Fraktion an, dass wir nicht dazu beitragen wollen, dass das weitergeht. Wir werden es daher nicht zulassen, dass die Familie vor den Ausschuss zitiert wird. Bei allem politischen Diskurs, den wir zu diesem Thema sicher noch führen werden, fordere ich jeden Einzelnen in diesem Hause auf, Rücksicht zu nehmen auf die Menschen, die von den Geschehnissen des 2. Juni härter getroffen wurden als alle anderen. Und ein zweites will ich hier feststellen. Die Tatsache, dass wir diesem Antrag hier und heute zustimmen, ändert nichts an unserer klaren Haltung an Abgrenzung nach links und nach rechts außen. Wir werden es nicht zulassen, dass die Linken in diesem Haus den Mord an Dr. Walter Lübcke instrumentalisieren. Sie haben als Erste für einen Untersuchungsausschuss geworben. Ihr durchsichtiges Anliegen ist es, gegenüber Ihren Wählern deutlich zu machen, dass es Ihnen um Rechtsextremismusbekämpfung geht. Das ist auch Ihr gutes Recht. Auch wenn ich sage und der festen Überzeugung bin, Polizei und Justiz haben in den vergangenen Jahren umfangreiche und erfolgreiche Maßnahmen genau dafür auf den Weg gebracht. Unsere Zustimmung zum Antrag erfolgt aus Verantwortung. Sie bedeutet keine Abkehr von unseren Parteitagsbeschlüssen und unserer inneren Überzeugung, dass wir mit Kräften, die unsere Gesellschaft umstürzen wollen, inhaltlich in keiner Weise zusammenarbeiten. Heute beschließen wir die Einsetzung eines Ausschusses des Landtages. Und ob man das jetzt als Geschäftsordnungsantrag oder als Innenrecht bezeichnen mag, unsere Zustimmung bedeutet jeweils keine Veränderung in unserer Grundüberzeugung. Meine Damen und Herren, förmlich betrachtet ist es eine Zustimmung zu einem Geschäftsordnungsantrag. Emotional betrachtet, und das sage ich Ihnen ganz persönlich, aber auch für jeden Einzelnen in der CDU-Fraktion, ist es die Verantwortung und Verpflichtung zu unserem Freund Walter. Ich wünsche dem Ausschuss, und das auch mit aller Ernsthaftigkeit, würdige Beratung, und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Klaus. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat sich der Fraktionsvorsitzende Matthias Wagner zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Mord an Walter Lübcke ist eine Zäsur. Es ist eine Zäsur für uns alle hier im Hessischen Landtag. Viele von uns haben ihn persönlich gekannt. Der Mord an Walter Lübcke ist aber auch eine Zäsur, weil es der erste rechtsextremistisch motivierte Mord an einem Politiker in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland war. Es war nicht der erste Mord von Rechtsextremisten. Wir erinnern uns an die schrecklichen Morde des NSU-Terror-Trios. Wir erinnern uns an den Anschlag in Halle. Wir erinnern uns an die Ereignisse und die Morde in Hanau und viele weitere Gewaltverbrechen von Rechtsextremisten
in Hessen und der gesamten Bundesrepublik. Meine Damen und Herren, wir müssen diese Taten als das benennen, was sie sind: rechtsextremistischer Terror. Wir haben es mit rechtsextremistischem Terror in Deutschland und in Hessen zu tun. Und mir ist diese klare Begrifflichkeit so wichtig, weil uns nur klare Worte auch dazu bringen, diese Taten und die Konsequenzen aus diesen Taten richtig einzuordnen. Unser Land ist bedroht durch rechtsextremistischen Terror. Es ist mindestens genauso bedroht, wie es in den 70er Jahren bedroht war durch den Terrorismus der RAF. Es ist mindestens genauso bedroht wie durch die Terroranschläge, die religiös motiviert oder religiös begründet wurden. Und mir ist diese Einordnung deshalb so wichtig, weil wir uns vor diesem Hintergrund immer fragen müssen, tun wir bereits genug? Ordnen wir das, was in unserem Land seit vielen Jahren passiert, richtig ein? Handeln wir entschlossen genug? Das muss immer unsere Fragestellung sein, meine Damen und Herren. Und natürlich wurde vieles bereits auf den Weg gebracht, sind die Sicherheitsbehörden heute völlig anders aufgestellt, als sie das noch vor 20 Jahren waren, weil sie eben auf diese rechtsextremistischen Terror bereits reagiert haben. Und dennoch bleibt es immer unsere Aufgabe zu fragen, machen wir genug? Und wir müssen politisch auf diesen rechtsextremistischen Terror eine klare und eindeutige Antwort geben. Wir sind geschlossen und entschlossen im Kampf gegen diesen Terror. Wir sind geschlossen und entschlossen im Kampf gegen Hass, Hetze und Gewalt. Und wir sind geschlossen und entschlossen im Kampf für unsere Demokratie und unsere Freiheit. Und deshalb ist es heute so wichtig, dass wir mit dieser Einsetzung des Untersuchungsausschusses ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Und deshalb ist es gut, dass dieser Einsetzungsantrag eine ganz breite Mehrheit in diesem Hessischen Landtag finden wird. Und diese breite Mehrheit ist auch eine Chance für einen Neuanfang. Für einen Neuanfang, wie wir in dem Untersuchungsausschuss mit diesen Fragestellungen umgehen. Und auch aus Fehlern der vergangenen Wahlperiode zu lernen. Wenn man über Fehler redet, dann soll man nicht über andere nur reden, sondern auch über sich selbst. Und deshalb sage ich für meine Fraktion, es war ein Fehler in der vergangenen Wahlperiode, dass wir uns bei der Einsetzung des damaligen NSU-Untersuchungsausschusses enthalten haben. Es war ein Fehler, weil dadurch der falsche Eindruck entstanden ist, der Hessische Landtag sei sich nicht einig in der Bekämpfung des Rechtsextremismus. Und diesen Fehler machen wir nicht noch einmal. Und deshalb ist es gut, dass dieser Hessische Landtag heute ein klares Signal sendet. Wir haben die Chance auf einen Neuanfang, weil wir für diesen Untersuchungsausschuss endlich ein Untersuchungsausschussgesetz als feste Grundlage für die Verfahren haben. Wir Grünen haben uns dafür seit vielen Jahren eingesetzt. Und auch das bietet die Chance auf einen Neuanfang, dass wir uns vielleicht ein bisschen weniger über Verfahrensfragen diesmal streiten müssen. Und ich sage, auch ein Neuanfang könnte es sein, wenn wir bei diesem Untersuchungsausschuss vielleicht nicht zuerst Skandal rufen und dann aufklären, sondern uns an die Reihenfolge halten, die dem Ernst des Themas angemessen ist, erst aufklären und dann urteilen. Und zu so einem Neuanfang würde es auch gehören, wenn man in dieser Debatte nicht schon wieder anfängt, anderen Fraktionen Vorwürfe zu machen. Und es würde auch uns allen sehr gut anstehen, wenn wir die
Ernsthaftigkeit, die Bewegtheit und die Betroffenheit, die Frau Kollegin Klaus hier für die CDU-Fraktion ausgesprochen hat, ernst nehmen und uns vielleicht alle fragen, ob unsere Wortwahl dann immer so völlig angemessen war am heutigen Tag, und uns für die weiteren Beratungen des Untersuchungsausschusses vornehmen, mit Respekt dem anderen zu begegnen. Und ein Neuanfang wäre es auch, dass wir nicht zu Beginn dieser Ausschussarbeit schon wieder öffentlich darüber streiten, wer den Vorsitz in diesem Ausschuss hat und wer die Berichterstattung übernimmt. Vielleicht wäre es gut, wenn wir über solche Fragen zuerst miteinander reden, bevor wir öffentlich darüber reden. Und, meine Damen und Herren, ich sage ausdrücklich, ich glaube, wir finden auf der Grundlage des neuen Untersuchungsausschussgesetzes hier eine gute Lösung, in denen sich die Fraktionen wiederfinden können. Aber lassen Sie uns doch einfach erst einmal darüber reden, bevor wir öffentlich darüber debattieren. Ein Neuanfang ist auch deshalb notwendig, weil wir alle, ich betone, wir alle, egal ob Regierungsfraktionen und Opposition, in einer doppelten Verantwortung bei einem so sensiblen Thema stehen. Ja, Fehler und Missstände in den Sicherheitsbehörden müssen erkannt, benannt und korrigiert werden. Gar keine Frage. Das ist die Aufgabe eines Untersuchungsausschusses. Und gleichzeitig müssen wir aber aufpassen, dass wir die Arbeit unserer Sicherheitsbehörden nicht in Grund und Boden reden. Denn, meine Damen und Herren, es sind die einzigen Sicherheitsbehörden, die wir im Kampf gegen Rechtsextremismus haben. Und die Sicherheitsbehörden sind auch die einzigen, die das Gewaltmonopol im Staate haben. Und das haben wir in den Aktuellen Stunden vorhin alle betont. Ich hoffe, wir erinnern uns in der Arbeit des Untersuchungsausschusses auch an diese Aussagen. Aufklären, ja. Fehler benennen, ja. Korrekturen vornehmen, ja. Die Legitimation der Sicherheitsbehörde und ihrer Beschäftigten pauschal diskreditieren, ausdrücklich nein, meine Damen und Herren. Dieser Untersuchungsausschuss hat eine wichtige Aufgabe für uns als Abgeordnete, aber auch gegenüber der Öffentlichkeit. Wir haben die Aufgabe, zu klären, was war, aber auch was nicht war. Alle Thesen, alle Fragen, alle Behauptungen müssen auf den Tisch dieses Untersuchungsausschusses. Und wir müssen ihnen nachgehen und wir müssen feststellen, welche Thesen, welche Vermutungen richtig waren. Aber, meine Damen und Herren, wir müssen dann auch die Größe haben, wenn sich eine These, eine Behauptung als nicht zutreffend erwiesen hat, das dann auch zur Kenntnis nehmen und es nicht immer weiter und immer wieder zu wiederholen. Aufklärung bedeutet, zu sagen, was ist, aber auch was nicht ist, meine Damen und Herren. Und deshalb lassen Sie uns mit einer großen Mehrheit für die Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus senden. Und lassen Sie uns diese Gemeinsamkeit, die wir heute hier zum Ausdruck bringen, als Grundlage nehmen für einen Neuanfang des Untersuchungsausschusses zu diesem wichtigen Thema. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Wagner.